Die Islamfeindlichkeit gibt es seit Jahrhunderten. Sie verändert sich immer in unseren Studien. Wir beobachten sie jetzt seit 12 Jahren empirisch, führen Umfragen durch. Sie verändert sich, sie wird immer wieder an den Zeitgeist angepasst. Antimuslimischer Rassismus ist eine Form von Rassismus, die mit einem Datum nicht wirklich versehen werden kann, sondern es gab Vorläufer, wie zum Beispiel im Orientalismus, den Edouard Said ja auch schon als Rassismus gegen Muslime, Araber, Orientalen und so weiter bezeichnet hat. So gesehen gäbe es den schon im 18., 19. Jahrhundert. Diskutieren es vielleicht 20 Jahre, nachdem wir Antisemitismus in unserem Land diskutieren. Und ist schon etwas fortgeschritten. Jetzt fangen wir an, das zu begreifen, das Problem, und versuchen auch Mittel und Wege zu finden, das zu sanktionieren und auch zu ahnden, auch Teil des als Straftatbestand zu erfassen. Islamfeindlichkeit gibt es schon lange und sie rückt vor und rückt in die Mitte der Gesellschaft. Und das ist sehr beunruhigend. Also ich denke, dass sich alle Experten darin einig sind, dass der 11. September eine Wegmarke darstellt, von wo an die Islamfeindlichkeit sich in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Diskurs in Deutschland sehr stark, eigentlich weltweit verbreitet hat. Die Geschichte geht natürlich sehr in die früheren Zeiten. Es ist also, hat historische Gründe, hat also mit 9/11 nicht direkt zu tun. Es gibt auch sehr viel frühere Formen des Rassismus, des antimuslimischen Rassismus. Heute ist es in Deutschland eine der wichtigen Themen geworden. Nein, in meinem Buch habe ich im Wesentlichen ja dargelegt, dass die Vorstellung seit dem 11. September falsch ist, dass es die Islamfeindlichkeit, die ich mittlerweile auch antimuslimischen Rassismus nenne, dass es diesen seit den Kreuzzügen gibt und dass im Kontext der Kreuzzüge allmählich Europa sich doppelt konstituiert hat, in einer doppelten Abgrenzung, einerseits gegenüber dem Judentum und andererseits gegenüber dem Islam. Man darf also nicht verkennen, dass die Konstruktion Europas ein doppelter Abgrenzungsprozess war. Islamfeindlichkeit gibt es natürlich seit langem. Man muss nur an die Türken vor Wien denken, aber das war bis eigentlich 9/11 kein Problem, und da wurde dann hat sich die Gesellschaft erinnert und hat jetzt den Islam als das Böse überhaupt begriffen, und seitdem haben wir eine hysterische Furcht vor Muslimen, die sich in den letzten Monaten dank aller möglichen Ereignisse nur noch gesteigert hat. Das Problem bei Köln ist, wir müssen wissen, dass die Menschen, die das dann interpretieren oder benutzen, das Köln-Ereignis benutzen, die hatten die ganzen Vorurteile schon vorher. Es hat ja nur ein paar Sekunden gedauert, bis die ersten Verdächtigungen geäußert wurden in bestimmten Gruppen. Das heißt, der Populismus, Extremismus wartet nur auf dieses Ereignis und nimmt es dann auf. Interessant ist, dass ja in der Silvesternacht auch in München ein vermuteter Terroranschlag zunächst durch die Presse ging und das sich herausgestellt hat als Ente und das nicht weiter verfolgt worden ist. Ich würde diese beiden Ereignisse in einem sehen. Also, dass das ein Klima ist, das sich insgesamt in den letzten Monaten sehr gesteigert hat, wo antimuslimische und Anti-Einwanderungsdiskurse sich überlappt haben, dadurch, dass die Flüchtlinge aus Syrien in ihrer großen Mehrzahl als Muslime wahrgenommen werden und dass deswegen eben so ein Vorfall zu dieser Zeit auch zu so einem Thema werden konnte. Ja, es schürt erheblich die Islamfeindlichkeit, und das haben wir auch nicht nur bedauert, sondern wir haben das kritisiert, und wir haben das auch wir haben gesagt, das geht nicht so, weil die Diskussion geht weg von der Perspektive auch des Opfers. Die werden gar nicht mehr betrachtet, sondern man redet nur noch über Herkunft. Und dann haben wir genau die Diskussion, die wir jetzt haben, Flüchtlinge, Muslime und sind an allem schuld und so weiter. So können wir nicht diskutieren. Nun, das ist etwas qualitativ Neues, weil in den Medien, zumindest auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hatten wir einen klaren, streckenweise auch im Journalismus allgemein, einen klaren Ethikkodex. Und der Ethikkodex hieß, keine Markierung, es sei denn, dass die Markierung
unmittelbar erforderlich ist oder hilfreich ist zur Aufklärung von Straftaten. Und was wir im Moment finden, ist eben eine Markierung, eine ständige Markierung, die mit diesem ethischen Kodex bricht. Und das ist ein Tabubruch, ein offener Tabubruch, weil er eben auch unter anderem nicht nur rassistisch ist, sondern auch rechten Blogs, Hassblogs wie Political Incorrect vollständig entgegenkommt. Und das ist ein Schüren des Rassismus in Deutschland. Na, erstmal sind die möglichen Opfer von Diskriminierung nicht dafür verantwortlich, noch die Vorurteile zu beseitigen. Eigentlich können sie den Dialog weiter aufrechterhalten. Sie können uns dabei helfen, kulturelle, interreligiöse Dialoge zu führen. Ich denke, den muslimischen Verbänden als Selbstorganisation, als zivilgesellschaftliche Akteure kommt zu, in dem Maß, in dem ihnen das möglich ist und auch möglich gemacht wird, das muss man ja auch sehen, sich in Gesellschaft einzubringen, Offenheit zu zeigen, zu beweisen. Das machen sie ja vielfach auch in diesem symbolischen Akt zum Beispiel des Tags der offenen Moschee. Was die theologischen Institute anbelangt, so haben die ganz eindeutig eine noch viel stärkere Aufgabe der Versachlichung des Diskurses, der Informationsaufbereitung, der Informationserstellung, der wissenschaftlichen Fundierung. Da geht es ja um wissenschaftliche Fundierung theologischer Positionen. Wir müssen den Empowerment-Ansatz stärken, das heißt Selbststärkungsprozesse in Gang bringen. Wir müssen alles tun, dass wir eine diverse Gesellschaft werden, das heißt eine kulturell vielfältige Gesellschaft, wo es nicht der Wir-und-Ihr-Diskurs gibt? Ja, ich denke, viel Wissen, Aufklärung, viel Geduld braucht man auch. Also es reicht nicht nur Wissen, sondern auch einen langen Atem. Wir müssen uns mit der Gesellschaft, als Teil der Gesellschaft verstehen. Wir können es nicht alleine machen, wir können aber auch nicht, indem wir uns zurückziehen.